Können wir hier irgendwas ausräubern? Nö. Hallo? Achso, ich bin gerade rausgetappt. Oh, ich wundere mich, warum geht meine Maus nicht? Bei deinem Bildschirm. Ich liebe Jimmy, wenn er anderen nervt. Oh, die haben ja auch die ganzen Hallen. Ja, das geht nicht. Irgendein Kind weint. Ich will nicht. Ich mag keine Kinder. Kann ich das Kind nicht alleine lassen? Eine Maschine. Wie Sie sehen, sind sie nix. Hä? Hier müsste doch irgendwas sein. Mal jemand hat das Kind aufgehört. Tourleiter. Eigentlich ist Luna Tourleiter, aber die ist ja gerade am Essen. Warte, muss ich vielleicht. Is someone there? Nö. Ich rufe. I'm here. Okay. Ja, aber wir jetzt hoch. Du musst in den Aufzug, okay. Ah, da ist das Kind! Ich habe das Kind gefunden. Wieso hat es mir nicht geantwortet? Das war doch ein Geist. Da war was! Ah, oh, ich hab nicht gesehen, was da stand. Das Kind war Amy? Amy sah irgendwie größer aus. Und jetzt kann ein Spiel beginnen. Jetzt muss ich die Geister finden, oder wie? Wieder in den. Hä, wieder in den Keller? Ich war. Muss ich jetzt nochmal nach dem Geist gucken? Kann der Geist mir nicht einfach egal sein? Nur leider nicht. Okay. Ich wäre jetzt einfach wieder komplett durchs Hotel geirrt. Hey, steht nicht hier. Müsste der Kompass da nicht weggehen? Er dreht sich aber. Down here. Is someone there? Ah, guck mal. Sie ihnen Fragen stellen, Paare ihre Antworten und Verbindungen herzustellen. Wenn du alleine bist, kannst du die Rechnungen prüfen. Der Geist ist zu weit weg. Versuche ihm zu nähern. Okay. Sie stand hier. Vielleicht hier probieren. Who's there? Ah, guck mal, jetzt geht's besser. Ich muss den Geldbeutel anklicken, oder? Geldbörse für Kinder. Mädchen im Keller. What's your name? I'm Amy Bell. I'm 10. Bei den Geistern, den du gesehen hast. Ah, okay. Sie antworten das Opfer. Geldbörse für Kinder. Who did the child's purse belong to? Okay, was könnte noch Amy sein? Ich hab nicht so viel. Körperfall. What was the coil of wire used for? Okay, es gehört Jimmy. Auf Wiedersehen. Who wrote the note that says goodbye? I don't know.
Okay. Hätte mich gewundert. Was sagst du zum Ring? Wen willst du heiraten? Was war denn? Sie war 10. Ich hab's niemals wieder zurück. Sie weiß auch nichts zu heiraten. Weiß sie, was zu schwer? Sword belong to? Also, Geldball hatte ich ja schon. Sie hat ja gesagt, das ist ihre. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Okay. Ich habe jetzt zwei Geschichten. Ah, okay, okay, okay. Ich muss immer nur die zwei passenden Dinge. Ich muss Memory spielen. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Jetzt hätte ich gern gesehen, wie er sie ausschimpft. Mann, ich bin das vorblöden. Jimmy wurde nicht. Was? Jimmy wurde nicht zugehört. Jimmy nahm ich nicht. Oh, was schon mein Geist schimpft. Kann ich noch irgendwas mit dem Mädchen anfangen? Amy hatte keine Amy hatte keine Antwort. Ich bin zurück. Willkommen, ich glaube, du musst ins Erzgeschoss. Ich glaube, wir haben. Was? Auf den G-Floor. Okay, wir brauchen immer nur eine Antwort von dem Geist. Man kann keine mehrere Antworten von dem Geist kriegen. Jetzt geh ich. Ja, hatten wir doch gerade die. Also, ja, da, wir gehen jetzt in G. Okay, Jimmy hat nicht zugehört. Und Jimmy beglaubt keine Kinder. Jimmy ist ein Arschloch. Er hat, war schon vorher klar, aber wer kleine Kinder bespielt, ist halt nochmal eine extra Portion Arschloch. Die Musik ändert sich, das finde ich nicht gut. Ich wollte da noch einen Schritt. Sie hat ihn echt, aber sie schimpft. Jimmy stiehlt von ihr. Wenn der Kompass sich so dreht, ist ein Geist hier, oder? War das so? Ist es Amy? I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Because he thought it was funny. He gave it back, but then ruined it anyway. Oh, er hat's kaputt gemacht, Jimmy! Das will sie. Dazu will sie nichts sagen. Ich habe aber kein Spielzeug gefunden. Ist das dein Spielzeug? Jimmy und Charlie möchte das nicht. Okay, wir haben kein Spielzeug. Terpentin oder Amy. Terpentin? Wo ist es denn? Da. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I didn't know what they were until Jimmy showed me. Mir schwan Übles. Das ist eine Antwort, nö. Da müssen wir wirklich alles durchgehen, weil ich ja was zu Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? I don't know. But children shouldn't drink alcohol. Da hat sie recht. Kein Alkohol für Kinder. Where did the wooden paddle come from? Where did the bottle of diazepam come from?
vergessen. Das Amy vergessen. Das hier. What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Oh no! Alle sind am Kack da los. Was auch immer da jetzt kaputt war. Das sieht lustig aus. Irgendwelche Zuckungen. Okay. Warte mal. Wo waren wir jetzt? Jetzt zu 109. Okay. Warte mal. Ich kam hier zurück. 109, da müssen wir jetzt in den ersten Stock. Ja? Wenn es beruhigt sich gleich. Fahrstuhl. Nee, der war nicht hier. Nein, warte. Wo war der fucking Fahrstuhl? Das wird doch nichts. Hier hinten war der Fahrstuhl. Oh, das kann ja nichts werden. Ab jetzt kann der Tod kommen. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Ich werde ihn ignorieren. Das sollst du aber nicht. Du solltest ihn nicht ignorieren. Ich hab nicht die Fähigkeit dazu, da aufzupassen, dass irgendwas in den Hintergrund passiert. Okay, 109. War das links oder rechts? 107. Weil das Licht hat geflackert. Licht flackern ist was Gutes, da müssen wir lang. 108. Dann ist das 109 hier hinten. 109 gefunden, guck mal. Echt verwirrend. Das komplette Ding ist komplett verwirrend aufgebaut. Habe ich hier schon. Das waren die Koffer. Oh, wie wir erschrocken. Ey! Mach nicht das! Mach einen nicht auf diesen! Oh. Die war auch Brandstiftung. Was Jimmy Hals auf dem Flur sucht nach dir, halte ich fern von ihm. Okay. Dass ich das mal erleben kann, dass du dich erschreckst. Oh. Ja, weil ich mich ja ständig nicht. Ich erschrecke mich ja sonst nie. Kann ich jetzt mit Amy nochmal sprechen? Is it Amy? Yes, I'm Amy. I saw you holding a toy on fire. What happened? Schwert? Digga, irgendwie, mir hat die Hand wehgetan, ich hole mein Schwert. Hackt ihr die Hand ab? Das ist klasse, aber dass das nur nicht echte Wissen. Wer weiß das schon, das kommt gleich. Okay, wollen wir, hier war gerade irgendein Call mit Alkohol. Wollen wir sie mit Alkohol fragen? Sie hat doch gesagt, sie kann keinen Alkohol trinken. Es ist ein Kind. Ich bin verwirrt. Weil wir haben das Schwert schon immer. Aber Jimmy ist jetzt da. Du willst ein Kind nach Alkohol fragen. Irgendwie hat sich das falsch an. Hab ich schon. Ich habe sie schon nach Alkohol gefragt. Ich habe sie generell nach random Shit gefragt, der in meiner Liste war. Gecallt? Vor Raum 102. Das war dann hier hinten. Okay. Ist er hinter mir, ist er vor mir? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal in die andere Richtung, weil der Geräusch kommt von da. 111? 110. Ich muss aber dahin. Here we come. Wann sehe ich, dass er kommt? Oh. Peekaboo! Jetzt muss ich mich verstecken. Peekaboo! Ja, danke schön. Danke dafür. Jetzt haut er mich. Ja gut, erstmal eine Sackgasse laufen.
direkt in die Falle gelaufen. Ja. Das Talent, das Können, das wahre Kunst. Hi, Jimmy. Ja. Boop, boop. Er ist tot. Wir können ja mal einen Kill-Counter oder sowas einfügen. Wir haben jetzt echt starke Kopfschmerzen. Wir sind nicht tot. Wo sind wir jetzt? Wir sind im dunklen Raum. Wir haben keine Taschenlampe. Also gehen wir raus. Hast du das Tutorial gesehen? Ja, ich habe das Tutorial tatsächlich gesehen. Das heißt nicht, dass mir das irgendwas hilft, wenn ich in eine Sackgasse renne. Okay, ich brauch... haben wir jetzt eigentlich Amy noch? Mit dem Shit, oder müssen wir das nochmal machen? Was? Schau mal im Lagerraum des ersten Stocks. Wo zum Henker ist der Lagerraum im ersten Stock? Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die 102 ist. Ja, da ist er, da ist er! Dreh dich um! Oh, ich hasse das Spiel, ey. Da ist die Tür auf. Okay, da kannst du dich ja nur im Bad verstecken. Mal sehen, ob wir diesmal weiter vorankommen. Guck mal durch den Türspion. Ich weiß ja nicht, wie lange der braucht, bis der irgendwo ist. Jetzt nehmen wir uns da durch den Türspion gucken. Ich hätte auch eigentlich gerne mal die Tür einfach absperren können. Ich kann ihn hören. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wahrscheinlich eher weniger. Weiß nicht, ist er links oder rechts? Wo will er hin? Jimmy Knopf, wo willst du hin? Da ist das Bad. Ich muss ins Lager. Ich habe keine Ahnung, wo. Welches? Hier ist ein Lager. Hier die Tür. Die Tür, ja, genau. Ja, es ist eine Tür vorhanden, aber es ist nicht das Dings vorhanden. Beim Treppenhaus das. Was? Beim Treppenhaus das Lager. Nee, das ist der Fahrstuhl. Oh, der stand... Was? Ich glaube, der stand da in der Ecke. Lauf weiter. Nee. Doch nicht? Oh. Das Lager da? Naja, er kann mich ja eh nur hauen, aber sonst. Da ist mein Grammophon! Das will ich wieder haben. Nein, du sollst nicht mit den Geistern sprechen. Okay, jetzt brauchen wir die 102. Sollte durch die Tür gehen. Hier steht er vor der Tür und haut uns. Jimmy? Jimmy! Okay. Das hat es gerade so gut gepackt. 116. Da muss ich in die andere Richtung. 102. Ist der dann hier hin, oder? Hier waren ja die Nullernummern. Eventuell sollten wir da nicht lang gehen. Aber er steht mit dem Rücken zu uns. Dreht er sich um? Du musst an den Gang langlaufen. Wirklich Spaß damit, mit dem Typi da rumzuspielen, oder was? Ja, ein bisschen. Das ist ein 102. Kommt jetzt wieder ein Jumpscare, oder? Haben wir hier eigentlich schon ge... Ah, also eine Kopfmütze. Müssen wir sie jetzt wegen der Kopfmütze fragen?
Is someone there? Okay, nö. Aber ich kann sie weinen hören, so weit kann sie ja nicht weg sein. Nee, die ist in der Nähe. Oh, ist sie auf dem Klo? Sind Geister auch auf dem Klo? Oder kann ich die da nur verstecken? Oder sie steht vor dem Raum. Jetzt bin ich überfragt, jetzt weiß ich nicht weiter. Warte mal, da ist der Kompass. Der dreht sich aber. Vor der Ecke. Luken. Hier? So rüber, Luken? Das ist 103? Nee, da ist dunkel. Gehen wir mal in die Zimmer rein und guck. Ich kann ja mal sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich hatte die Kochmütze ja auch nicht gefunden. Da ist nichts drin. Ach, da ist der Geldbeutel drin. Dann war ich hier schon. Is anyone there? Was? Von Eck aus 102 starren. Okay. Ja, das ist ganz schön kompliziert, das Spiel. Dass man so genau da sein muss. Gehen wir wieder die 102. Wie ist das gemeint mit Ecke? Können wir hier nur verstecken? Einfach alles aus und aufs Beste. Ich habe leider keine Ahnung, wie du das jetzt triggern kannst. Steht um die Ecke gucken. Dann geh ich nochmal raus und guck um die Ecke. Ich kann hier um die Ecke gucken. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was gewollt ist. Hier geht der Strom aus. Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, das ist schon korrekt so. Du musst vom Flur irgendwie aus was machen. War zu schnell. Ich war einfach nur zu schnell. Kann ich jetzt mit ihr hier drin reden? Oder muss ich wieder zurück? So, ich muss erst. Is it Amy? Yeah, it's me. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? Okay. Der Alkohol. Hat er sie mit Alkohol angezündet? Nee, hat sie mit Terpentin angezündet oder wie? Hä? When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Sie weiß es nicht. Die Kopfmütze? Who did the chef's hat belong to? I don't know. Schwert. Ja, das Schwert, stimmt, das Schwert, Schwert, ja, Schwert, 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 das war doch in der Vorhersage. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have anything to do with what you said about the sword? Dem Schwert bedroht. Yes, he got it down on the wall. It looked really
Das gefällt mir gar nicht. Hat er die Hand abgehackt oder einfach den ganzen Kopf? Und er hat die Alkohol gegeben. Eins. Jimmy konnte Andys Handschmerzen stoppen mit Blick auf das Objekt und von daher. Ja, das war dann eindeutig der Alkohol. Jetzt müssen wir woanders dahin. Bin ich dumm? War schon eine Sichtung weiter? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich fürchte, Jimmy hat der Kleinen Alkohol gegeben. Was war noch im ersten Stock? Ich habe die 1 gesehen. Ich soll den Kompass folgen, das wäre vielleicht mal eine Idee. Ah, da war Strom. Strom, Strom. Bist du dir sicher? Waren wir die 112? 2? Wird sie noch geradeaus? Mensch, hier war doch jemand drinne. Nee, da kann ich nicht rein. Mal den Spiegel. Ich habe keinen Spiegel mehr. Den hat Jimmy mir abgenommen. Ich habe noch keinen gefunden. Du hast den Spiegel doch noch. Ach da! Ich dachte, Jimmy hat den. Weil der ist nicht immer da. Den Spiegel. Mal sehen, was haben wir da? Da haben wir. Ich kann nichts erkennen. Amy. Ja, soweit kann es nicht weg sein. Da hinten war eine flackernde Lampe. Da, 112, okay. Hat jemand da. Ich dachte, 112 soll die Feuerwehr rum. Ich habe falsch gedacht, okay. Wer ist er jetzt? Der Fuddy. Fuddy von Amy oder wie? Naja, nicht ganz. Da war eine random Person, ich habe keine Ahnung. Ich ziehe mir alles aus der Nase, ich weiß es nicht. Aber die 111, du sollst da nicht hinspielen. Du sollst da nicht reingucken, du sollst in die 112 gehen. Oh, guck lieber öfters durch den Türspion, bevor du das Zimmer verlässt. Stimmt eigentlich, das ist schon. Am Ende steht Jimmy vor der Tür. 103. Zum Glück funktioniert das nicht über das Mikrofon, das wäre eine ganz schlechte Idee. Haben wir hier schon? Haben wir hier schon alles geklaut? Ich glaube schon. Yep. Und dann endlich die Alkoholunsichtung. Ja, guck da! Oh. Oh, okay. Amy, wie war das mit Kindern trinken kein Alkohol? Na gut, sie wusste wahrscheinlich nicht, dass das Alkohol war. Hey, ich finde Whisky heutzutage widerlich. Was glaubst du, wie das ist widerlich, wenn ich mag ein muss? Ja, ist auch nicht so meins. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? The boy told me it was medicine. It tasted horrible. Ja, Medizin muss schrecklich schmecken, sonst funktioniert sie nicht. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Woran das nur gelegen hat, ich frage mich. Ich habe Visionen. Haben wir auch getrunken. Naja, du solltest doch den Whisky nicht trinken. Okay, das war's dann erstmal hier. Im dritten Stock, sicher? Beim Spiel ja, jetzt muss ich ganz hoch. Wir können die Spiegel fragen. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Der Farming Simulator. Trucker spielt Farming Simulator. Kriegt diese Dinger immer wieder aus.
Oder ist der Koch? Wir haben doch eine Kochmütze. Ich nenne ihn jetzt Edgar. Solange ich jemand nichts anderes sagt, heißt der Edgar. Aber da ist eine 2. Seid ihr sicher, dass wir in den dritten stocken müssen? Gibt's eigentlich... Es gibt gar keinen dritten Stock. Hey, nein, ich würde nicht ins Klo. Ich wollte die Tür. Ich gehe mich jetzt schämen. Moment, das musst du ganz hoch. Das weiß ich. Gleich nix. Du bist so schnell, du wartest immer nicht so genau ab. Du musst ein bisschen abwarten. Ich habe keine Geduld für sowas. Jimmy soll sich beeilen. Ich habe keine Zeit. Okay. Ich habe was gehört. Gehen wir mal hier lang? Ich hab da... Hallo! Peekaboo! Ich hasse das Spiel echt. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Einmal verstecken. Doch, gibt es. Es gibt einen dritten Stock. Okay. Ich bin aber so froh, dass dieses Spiel nicht übers Mikrofon funktioniert. Ich hatte das einmal bei einem Spiel. Das war eine komplette Katastrophe, weil ich die Schnauze nicht halten kann. Was ist das? Welche Escape the Iwoki oder? Was? Escape the Iwoki. Oh, keine Ahnung. Das war das Backrooms-Game. So ein Backroom-Game war das. Da habe ich das Monster zigmal gekillt, weil ich die Fresse nicht halten kann. Ist Jimmy weg? War das jetzt lang genug? Ich kann ihn noch hören. Jimmy! Ganz in der Nähe. Jimmy! Bist du da? Anscheinend nicht. Ich gehe raus und komm da. Ja. Wenn du oben bist, muss man ins Treppenhaus gucken. Soll vielleicht auch nicht so durchs Treppenhaus rennen, aber... durchs Hotel an sich rennen. Ich habe auch keinen Plan. Rechts, andere Seite. Sicher? Ja. Da ist doch ein grünes Schild, wo steht Ausgang. Ist da ein Schild? Ja. Da ist ein Schild. Lol, da ist echt ein Schild. Ich habe den Fahrstuhl gefunden. Also wir sollen jetzt erst nach oben fahren und dann ins Treppenhaus gucken. Mhm. Gut. Ach guck, es gibt tatsächlich einen dritten Stock. Okay. Ihr hattet recht, ich hatte Unrecht. Das tut mir furchtbar leid. Ich dachte, es gibt nur 2. wenn du oben bist, musst du ins Treppenhaus gucken. Ja, dann nach unten. Was? Unten und dann? Oh je, ist das so viel auf einmal? Also ich muss jetzt erstmal ins Treppenhaus gucken. Aber wo ist das ein Treppenhaus? Das könnte ja soweit nicht vom Fahrstuhl weg sein. Nee, irgendwie ist das komplette Layout von dem Hotel irgendwie ganz eigenartig. Der das gebaut hat, hat gesoffen. Es gibt doch tatsächlich so ein Hotel, was einfach komplett weird gebaut ist. Hier kann ich da nicht in den Gang rein? Ist hier das Treppenhaus? Es gibt doch auch in Real Life so ein Hotel, das komplett weird gebaut ist. Wie hieß das Hotel? Das war doch auch irgendwie so ein Mörderding, wo so irgend so ein komplett verrückter Typ seine Fantasien ausgelebt hat und irgendwelche Folterkammern und Doppeltüren und Doppelwände eingebaut hat. Wie hieß das Ding? Ich weiß nicht, wie das Ding hieß, aber es... Hab ich mal eine Doku drüber gesehen, ist komplett absurd, das Teil. Ach guck, das ist doch mal aus hier. Hallo! Ich hab Engel gefunden! Okay. Amy oben auf der Treppe. Dann können wir jetzt hier ins Grammophon sprechen. Keine Ahnung, wie das hieß. Ich hab sie ausgeschaltet. Is it Amy? Okay, wir müssen ins Treppenhaus. Also müssen wir jetzt raus, Treppen hochlaufen. Ja, Erdgeschoss und jetzt hochlaufen. Hey, das wäre in VR doch echt super lustig. Wenn das alles so nah ist. Oder halt echt super stressig. Aber ich habe gerade echt viel Spaß mit dem Spiel. In VR hat, glaube ich, auch mal ein Dude gespielt. Und ich glaube, den hat sogar vom Stuhl gehauen. Das kann so erschrocken hat er sich. Das kann passieren. So. Amy, was hast du dazu? Also ich muss jetzt mal fragen, ob Amy da ist.
Sie trinken immer trauriger. Kann ich sie nicht befragen zu? Is it Amy? Achso, ich muss sie nochmal fragen. Oh. Digga, hörst du das nicht an der Stimme? Das war sogar ich. I'm Amy. Maya ist auf den Kopf gefallen. I saw you at the top of the stairs, on the banister. Ja, das ist etwas, wo ich denke, okay, da ist du schon ein bisschen grenzdebil, oder? Oh no! Oh no, 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 no! Digga, das kannst du doch nicht tun! Amy ist nicht mehr, glaube ich. Oh no, du kannst doch nicht das kleine... Oh nee, das geht nicht! Dann jetzt ich muss ganz runter. Jetzt muss ich ganz runter. Also, den Keller runterlaufen. Runter, runter, ja. Das arme Kind. Boah, das ist sehr viel gelaufen. Oder muss ich hier was machen? Hallo, Amy. Oder eher auf Wiedersehen, Amy. Haben wir den ersten Mordfall jetzt geklärt? Ja. Kann ich nur mit ihr sprechen? Is it Amy? Yes, it's Amy. Bei Amy, ja. I saw you lying at the bottom of the stairs. What happened to you? Was ist wohl passiert? Geh aufs Licht zu, Amy. Ist besser wie hier. Ist alles besser wie hier. Oh, die Arme. Das ist Amys Geschichte vollendet. Yay. Wie viele gibt's eigentlich? Ein paar. Mir fehlt die Konkurrenz beim Erklären nicht. Ja, dann müsst ihr unter euch ausmachen. Da kann ich auch nicht helfen. Muss ich wieder hochlaufen. Hier warte. Geh jetzt durch die Tür. Maya, geh durch die Tür, danke. Jetzt müssen wir einen neuen Geist finden. Fünf Geister. Also noch fünf oder mit Amy fünf. Mit Maya. Wir sind vielleicht auch tot, keine Ahnung. Nee, wir waren ja noch lebendig.